Laut manche Ärzte wäre ich schon dreimal tot. Ja. Ich wäre keine 10 geworden, dann wäre ich keine 15 geworden und dann keine 18. Jetzt bin ich 20. Hey Siri. Doch, Siri, du hast alles richtig verstanden. Hey Siri. Wie lange habe ich noch zu leben? Wann steigt denn der VfB Stuttgart ab? Wie wird das Wetter morgen? Hey Siri, wo kommst du her? Siri wurde von Apple in Kalifornien entwickelt. Ich bin Siri, 28 Jahre alt und ich wurde nicht in Kalifornien entwickelt, sondern von meinen Eltern im Bett. Ah, und Videoreporterin bin ich auch. Und das ist Hannes, mein Videokollege. Es gibt Fragen, die kann diese Siri einfach nicht beantworten. Fragt mich und ich versuche es für euch herauszufinden. Folge 1: Wie fühlt sich's an, wenn man noch super jung ist, aber weiß, dass man bald stirbt? Das ist Jonathan Kuria. Jonathan ist 20 Jahre alt. Ohne Morphin kann er nur noch schwer atmen. Er wohnt in Steinheim bei seinen Eltern. Seine Mutter pflegt ihn. Als Kind hatte Jonathan einen sehr seltenen Immundefekt. Viermal wurde ihm Knochenmark transplantiert. Das hat zwar geklappt, aber infolge der Erkrankung ist jetzt seine Lunge futsch. Jonathan hat noch eine Lungenfunktion von 17% und wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit zu leben. Und man kann sich das vorstellen, wenn jemand eine halbe Stunde, Stunde joggt, so geht's mir, wenn ich jetzt in meinem Zimmer laufe, ganz normal gehe. So. Oh, sorry. So. Da sehen wir jetzt gleich seine Sättigung. Sieht fast aus wie ein Gameboy. Ja, so wie der alte, ja. Dein ist 99. Und dein Puls ist 80. Okay? Und ist gut oder schlecht? Das ist perfekt. Weil beim normalen Mensch, sage ich mal, normalen, gesunden Mensch, ist ja zum Beispiel der Puls immer zwischen 70, 80 im Ruhezustand. Und bei mir ist es halt schon um die 130, 140 im Ruhezustand. Mein ist 87 und mein Puls auf 126. Und ab 90. Sättigung müsste man am Sauerstoff dranbleiben, eigentlich. Hast du das Gefühl, dass du das jetzt alles erlebt hast, hat das irgendwie verändert, was du dir für Gedanken machst oder wie du irgendwie über das Leben nachdenkst und über die Welt so? Es gibt ja die 20-Jährigen, die einfach jetzt, sag ich mal, rauchen oder sich besaufen und solche Sachen. Und dann denke ich mir manchmal, wenn es denen eh nichts wert ist, dann klar, ich würde nicht mit denen tauschen, weil ich wünsche es niemanden. Aber manchmal wünsche ich mir zum Beispiel auch mal laufen zu gehen oder mal einen Sport zu machen. Und wenn ich dann Leute sehe, die halt rauchen, klar, die wissen es nicht, aber dann überlegt man es schon. Also er raucht zum Beispiel und scheißt drauf, wie er ist oder was da kaputt geht. Und ich wünsche mir halt sowas. Und das stört mich, ja. Und das ist mein Overboard. Ah, okay. Ja, mit dem gehe ich ein bisschen raus. Ja. Und fährst du damit viel rum? Ja, im Sommer extrem viel. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wo ich damit rauskomme. Wenn ich mal im Rollstuhl bin, dann werde ich halt anders behandelt. In dem Sinn, jeder passt auf oder ist ein Rollstuhlfahrer. Den müssen wir jetzt vorbeilassen und sowas kann ich nicht leiden, weil ich will trotzdem so behandelt werden, wie ein gesunder Mensch. Weil wenn ich daheim bleibe, ich drehe ja auch durch, dann irgendwann mal hat man auch keine Lust. Auch wenn man sagt, ja, ich würde gern du sein und daheim bleiben, dann denke ich mir, glaub mir, das würdest du nicht. Dann gehe ich lieber arbeiten, anstatt dass ich da daheim lieg. Hast du Angst? Nee. Und Angst davor zu sterben? Nee, auch nicht. Ja, da habe ich meinen Sauerstoff natürlich auch versteckt, weil ich das nicht so zeigen will. Und wie funktioniert das? Also es ist eigentlich Flüssigsauerstoff, das heißt, dass es wirklich viel drin ist. Und dann kriege ich einfach die Nasenbrille hier auf. Und das ist dann nachts so. Die kriege ich dann da auf und dann drehe ich hier auf. So wie viel Liter ich halt brauche. Und ich brauche ungefähr um die 2 Liter.
Genau so. Also ich habe dir schon immer gesagt, dass es, ich denke, dass man einfach neu geboren wird irgendwann als ein anderer Mensch. Und man denkt sich, also ich denke jetzt auch, jetzt bin ich mal ich und irgendwann war ich halt jemand anderes. Und ich denke halt, irgendwann ist man neu geboren und ein anderer Mensch. Und hast du eine Vorstellung, wer du gerne wärst im nächsten Leben? Ja, im nächsten Leben hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Glück als in diesem Leben. Was ich mir jetzt auch hoffe, weil keine Lust, nochmal das Gleiche durchzumachen. Aber wenn es halt so ist, dann ist es halt so.